Und es geht weiter in Torchlight 2. In der unteren Ebene des Dungeons. Wir haben in der Zeit das Inventar ein bisschen geordnet. Weil das Offscreen einfach entspannter ist, als wenn man sich so beeilen muss. 15 Minuten für eine Folge ist ja schon recht wenig. Boah, ich bin tot. Ah, ich bin schon zweimal gestorben, ja. Ich glaube, ich kann dich wiederbeleben, wenn ich zu dir komme. Ja? Ja. Ich kann einfach am Eingang von der Etage wieder. Ja, da bin ich direkt hinter euch. Scheiße, ich bin gerade hier durch. Ach, fuck. Mike, überlebst du das überhaupt noch? Wenn ich durchkommen würde und ich kann mich ja nicht bewegen, ich kann ihn nur schießen. Ja, da bin ich auch in etwa drauf gegangen. Dann kommen wir wieder zum Anfang der Etage. Ja, das ist nicht schlimm. Wir hätten doch gucken können, ob wir den anderen wiederbeleben können. Na, das kostet ja nicht. Dann killt mal. Ich bin unsichtbar. Nein, bist du nicht. Doch, ich war gerade unsichtbar, nachdem er mich geschlagen hat. Könnt ihr mich wiederbeleben? Geh einfach zum Eingang der Etage. Nee. Das kostet Geld. Oder hast du kein Geld? Ja. Du bist. Och, ich hab genug Geld. Ich bin ganz am Ende. Guck mal auf die Karte. Ja, da wirst du nicht angezeigt. Gut, dann bin ich weg. Du bist in einem Stein drin. Na gut, dann. Oh. Keine Ahnung, ob wiederbeleben kann oder nicht. Ich glaube, was sollen wir hier eigentlich machen? Das Cover? Ach, wir sollten den Commander finden. Stimmt. Über eine funktionierende Brücke. So, ich hab ein paar Items wieder eingesammelt. Ehrlich. Ich soll es vielleicht mit meinem Normalangriffen angreifen. Das macht irgendwie mehr Damage als meine Skills. Das ist irgendwie ziemlich doof ist. Wir rushen hier jetzt durch. Ja, was man rushen nennt. Wir müssen ja trotzdem killen. Hier ist wieder so ein Typ mit so einem. Das ist eigentlich ein Enchanter. Kann mir das. Du musst deine Items verzaubern lassen. Enchanten halt. Skyrim. Macht denen das überhaupt Schaden? Ach nee, ich hab grad keinen Bock zu entscheiden. Sag mal, macht das ja doch auch nicht viel. Das ist ja doof. Ich sollte doch mal ein bisschen was auf Blitz gehen. Ich hab ja noch einen Skillpoint. Ach, ist auch cool. Nehmen wir dich dahin. Wenn es ein Skill ist, der ist welcher ich denke, dass er es ist, ja doch. Wird das? Muss ich ihn gedrückt halten vielleicht? Was ist das denn? Ich bin ein kleines Kamehameha, bloß irgendwie voll schlecht. Ja, ist lustig. Schöner Vergleich. Hast du das mal gesehen? Wo seid ihr? Seid ihr enchanten? Hier, guck dir das an. Ist das nicht etwa der Kettenblitz? Nein, es ist das hier. Hast du etwa einen besseren Begriff dafür? Nein, ich nicht. Warte. Okay. Geh jetzt doch irgendwo auf die Range. Okay. Ein runder Schild. Hier ist eine funktionierende Brücke. Ich bin gerade falsch gelaufen. Kamehameha ist aber gar nicht mal so schlecht. Eigentlich war es die falsche Richtung. Hier sind schon wieder ein paar Gegner, die größer sind als ich. Ja, das ist nicht schwer in dem Spiel. Ja, ich will's ja nur gesagt haben. Die alle größer. Ich will's ja nur gesagt haben. Lagen wir sie zu Brei. Ey, der rennt ja weg von mir. Warum rennt der weg? Oh, ich hab die ganze Zeit unten auf die Itembar geguckt. Ach, egal. Der schießt auf Warfig, ey. Fick, ey. Oi. Ach du Scheiße, Mann. Ups. Da ist schon wieder eine Bombe in der Urne. Ich hatte noch nie eine Bombe in der Urne. Ich glaube, die haben es auf mich abgesehen. Hat jeder. Oh, man kann Schilder zerbrechen. Ja. Von den Monstern, ja. Ah. Bin ich eigentlich auch Level 12?
Hab ich eigentlich einen Heilroboter? Nee, hab ich nicht. Bin ich Level 12? Oh, ich bin Level 12. Du bist Level 11. Oh, fick, ich bin Level 11. Ey, ich bin der einzige Level 12, geil. Was, warum bin ich nicht Level 12? Warum ist er Level 12, ist die Frage. Ich bin wenigstens fast Level 12. Ich bin zur Hälfte Level 12. Ach, dann bin ich schon weiter. Wahrscheinlich, wenn das Teil tot ist, bin ich Level. Nein, nicht ganz. Ich müsste was anderes kennen. Oh, mein Tier ist wieder da. Sollten wir nicht noch die andere Richtung ein bisschen Level up? Ja, nö, das ist schon richtig. Passt schon. Ja, trotzdem. Ja, wenn wir den Weg da nach unten finden, können wir nochmal die andere Richtung wenn sie. Ja, ich hab hier den Weg nach unten. Ja, gut, dann können wir gleich in die andere Richtung gehen. Ja. Okay. Hier gibt's nochmal eine andere Richtung. Sieht aus wie so ein Kinder. Hey, Geister! Hey, da ist was Riesiges! Oh. Oh, hier, aber es ist nicht so riesig. Nichts, was sich mit einem Kamehameha nicht erledigen lässt. Die kämpfen ja irgendwie gegeneinander. Warum heimlich Roboter? Ich will kein Dings ausgeben. Sieht vielleicht auch nur so aus, ob sie gegeneinander kämpfen. Wenn ja, nein, da ist keiner in der Mitte, die kämpfen irgendwie wirklich gegeneinander. Achso. Ich wollte irgendein Achievement bekommen. Echt? Für was? Keine Ahnung, ich glaube, einen Gegner platzen lassen. Also wirklich extrem mal. Ach so, das kriegst du, wenn du 100 platzen lässt. Ach so, wenn ich 100. Das hatte ich schon, ja. Alter. So, das war's, was hier ist. Dann auf die hilflosen Ohren. Secret Room. Okay, das ist so viel zu. Sag doch, wir sollten weitergehen. Alter, ja. Wir hatten ja das... Oh, ich sehe hier bloß Gold. Zerstört. Hier hieß irgendwas Maul. Maul? Ich muss mal Inventar. Das? Wo ist das Teil, was Maul hieß? Ach geil. Ja. Maul ist ein zweihändiger Streitkolben. Ja, möchtest du den? Ich habe hier irgendwie so ein ziemlich geiles Item. Oh, ich habe hier gerade eine richtig krasse Knarre gefunden. Raik, also wenn du die brauchst? Ja, gerne noch. Hier ist der Maul. Warte, vielleicht kannst du ja das hier gebrauchen. Warte mal eben, noch nicht. Ich habe hier vielleicht noch was. Und ich habe hier noch eine Zweihand-Axt, die macht 100 Damage. Gut, Jan. Klick aufs Ich. Wie viel macht denn deine Waffe, Jan? An Damage. 95. Ja, meine macht 100. Willst du die haben? Okay. Dann handle ich noch schnell mit Dreck. What the fuck, was war denn das für ein Teil? Eine Knarre. Ich gebe dafür einen sinnlos wertlosen Ring. Okay. Okay, dann gehen wir jetzt, würde ich sagen. Oh fuck, ich habe nicht auf die Zeit geguckt. Warte. Doch, wir müssten sogar noch drin sein. Denke ich. Irgendwie. Aber mit der Waffe konnte ich leider meine Skills nicht benutzen, also. Oh, weißt du, wie lange es seit der letzten Anfangs? Ich habe hier keine Uhr. Her ist? Ich müsste für auf den Desktop. Oh. Da. Vor der Aufnahme habe ich auf den Desktop geguckt. Das ist 35. Ja, das ist mir auch klar, aber. Wäre mir auch klar, wenn ich auf den Desktop gucken würde. Warte, ich weiß, 26 haben wir die Aufnahme weitergemacht. Das heißt, es sind sogar noch ein paar Minuten. Naja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt runter. Ich würde sagen, wir gehen dafür den. Ach, jetzt habe ich noch ein Achievement. Mann, geht das schnell hier. Für was? Breaker. Ja, dann musst du 100 hier Sachen zerbrechen. Sachen. Ich hab halt mal die Achievements durchgelesen. Hier geht schon alle runter. Ja, klar. Ja, ohne dich. Muha. Oh, fick, mein iPod ab, wir alle. Was ist denn das jetzt? Ich skill mal eben. Ich bin gerade in irgendwas reingelaufen und jetzt bin ich irgendwie ganz woanders. Und hier liegen ziemlich viele tote Wachen rum und so und irgendwelche. Ach, ich glaube, ist da rein. Viecher am Stock. Ich will da nicht rein, ich will da nicht. Ja, rein. Ihr seid da auch rein. Oh, genau, nein, ich bin du jetzt reingeschubst. Du. Ich bin immer noch nicht leer. Was ist das da in der Mitte? Meinst du das da? Dieses nein, große Vieh, was hier auf einmal reingekommen ist? Ach du Scheiße. Ey. Nicht den Minotaurus. Das ist ja der Endgegner, den wir killen müssen. Auf ihn!
Boah, das war gerade eine blutige Explosion. Rückzug! Boah, ist dieses Viech fett. Das Viech hat meinen Roboter gekillt. Was der Roboter ist, du. Okay, gegen sowas gibt's nur eine mögliche. Er hat Jeffrey gekillt. Kami. Ich habe Jeffrey getauft. Kami. Ja, Jeffrey ist auch ein guter Butler-Name. Mein Fett ist tot. Ja, deswegen ja. Verfolg mich nicht. Kami, Kami, ha. Hab ich einen Spähen in der Hand eigentlich? Ja, ich hab einen Spähen in der Hand. Alter, schon wieder so eine schöne Explosion. Der Teil zerstört aber glaube ich auch die Gegend, hab ich das Gefühl, da hinten. Ja, hat ich nicht gemacht. Ah, nö, das war ein Tor, was aufgegangen ist. Hat schon ein paar Säulen zerstört. Ja, solange so die Säulen sind und nicht wir. Ich weiß nicht, wie es sein sollte. Autsch. Wieder mal auf mich. Der harmlose Outlander. Das hört sich irgendwie ziemlich rassistisch an. Ja, warum rassistisch? Das Kami, Kami, das Kami, oh, hier ist was Goldenes. Ein mysteriöser Schild habe ich hier. Oh, der ist gut, bloß schade, dass ich keine Schilde benutze. Oh, ich habe... Ich habe mysteriöse Schultern. Ich habe einen coolen Helm. Für die Mysterie... Ja, ich habe auch irgendwie so einen coolen Helm. Guckt euch mal meinen Helm an. Ist das überhaupt ein Helm? Ja. Ist der besser als meiner? Ja, würde ich sagen. War auch Rune Master Set. Ich darf dir gleich wieder was verkaufen. Das ist geil. Ah, du hast den gleichen wie ich, ja. Ich finde, der sieht voll witzig. Und ich habe irgendwie so eine Keule noch. Mann, ich will auch so einen Helm. Ja, na, eigentlich ja nicht. Nee, der nämlich nicht. So schön sieht der gar nicht aus. Hab hier, ich hab vielleicht was für dich, Max. Was denn? Ein, was denn, Wand, ein 64 Damage per Second. Ja, so eine habe ich auch. 3, ach man, jetzt habe ich gerade weggeklickt. 3% Electric Damage, 5 Fire, und nee, ja. Nee, behalte mal. Und dann schnürt der Verkauf ihn. Da ist jemand mit Fragezeichen. Ja. Aber noch nicht anquatschen, ja, noch nicht anquatschen. Okay. Oh, hier ist eine Boss-Chest. Ich wollte Geld. Die aufmachen. Hm. Oh, hier sind noch zwei Ohren. Und schon wieder eine Bombe. Gott. Wie hätte das denn mal geschafft? Jetzt frage ich mich auch. Ich habe irgend so einen Ring. Der sieht richtig gut aus, ja doch. Jo, ich stelle mich jetzt mal vor das komische Teil, was... Aha, ein Guardian of Ort. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir hier mal den Part. Ich hab den Typ mal angesprochen. Ja. Hallo, hört mir zu, Mann, ich will beachtet werden. Gut, tschö. Okay. Tschö. Ja.